Ich bin Anne und ich habe im Juli letzten Jahres Less Wastebox gegründet, zusammen mit dem Salomon. Less Wastebox ist ein Lieferservice für nachhaltigen Bürobedarf, bei dem Unternehmen unverpackt und plastikfrei einkaufen können. Auf die Idee bin ich aus dem eigenen Problem gekommen. Wir haben beide in Veranstaltungsagenturen gearbeitet, wo eben total verschwenderisch mit diesen Materialien umgegangen wurde. Und da haben wir uns gedacht, da muss man ja was dran ändern können. Anne habe ich in der Berufsschule kennengelernt. Wir haben die gleiche Ausbildung gemacht und haben da einfach schon gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können. Meine Motivation, dieses Unternehmen zu gründen, war einfach, dass ich mir eine Aufgabe suchen wollte, die Sinn ergibt, die was Gutes schafft für die Welt und für andere Menschen. Der Name Less Wastebox kam so zustande, dass wir eben, dass unser Produkt ganz gut beschreibt. Also wir wollten gerne Müll vermeiden, also weniger Müll, Less Waste, und das Ganze in einer praktischen Box den KundInnen zur Verfügung stellen. Und so kam es zu dem Namen. Ich glaube, unterschätzt haben wir auf jeden Fall den Berg an Arbeit, den wir uns zu zweit aufgekarrt haben. Also wir machen ja alles selber, von Vertrieb über Marketing, über den ganzen Online-Shop. Und das sind alles Themen, in die wir uns einarbeiten, was Spaß macht, aber natürlich auch super zeitfressend ist. Und da haben wir uns jetzt eben in Richtung Personalerweiterung bewegt, fangen jetzt an, Praktikantinnen einzustellen und Werkstudentinnen, und da wollen wir uns weiter ausbauen, damit wir eben diesen Berg an Arbeit zusammenschaffen können und dann auch schneller vorankommen einfach. Beim Aufbau des Online-Shops sind wir so vorgegangen, dass am Anfang standen die Produkte, die haben wir ausgewählt, das Sortiment festgelegt und diese ganzen Produkte dann im Online-Shop angelegt mit Bildern und Textdateien. Und dann haben wir uns ein grundsätzliches Design überlegt und haben die ganzen Seiten angepasst. Wir arbeiten da mit einem Baukastensystem und machen das zurzeit noch alles selber. Unsere Produktpalette umfasst mittlerweile über 200 Produkte von fast 40 HerstellerInnen. Und genau, das sind die typischen Bürosachen, die man so im Alltag braucht. Also von Schreibwaren, Stifte, Papier über Hygieneprodukte, Toilettenpapier, Seife, aber auch ein paar Snacks, Getränke und natürlich Kaffee. Um eine Auswahl zu treffen, welches Produkt unser Sortiment schafft und welches nicht, haben wir insgesamt 9 Kriterien aufgestellt. Die findet man auch auf unserer Website. Das heißt zum Beispiel, ist das Produkt unverpackt, ist es ohne Plastik oder vielleicht aus recyceltem Plastik, kann man es kompostieren und so weiter. Und darüber hinaus achten wir auch auf unabhängige Siegel, wie zum Beispiel den Blauen Engel oder das FSC-Siegel. Bei uns kaufen Unternehmen ein, die ihren Büroalltag grüner gestalten wollen. Meist sind das so Firmen, die zwischen 2 und 100 Mitarbeitenden haben und dann einfach ein Interesse für Nachhaltigkeit haben, sich privat schon damit beschäftigen und damit eben im Berufsleben nicht aufhören wollen. Also eine Bestellung läuft bei uns wie folgt ab. Der Kunde bestellt über den Online-Shop und stellt sich entweder seine Box selber zusammen oder wählt eine unserer vorgefertigten. Und wir versenden die dann eben nicht, sondern packen sie in diese wiederverwendbaren Boxen und liefern sie den Kunden dann eben mit dem Fahrrad hier innerhalb von Köln. 2023 haben wir dann hoffentlich unseren zweiten Standort eröffnet. Das wird voraussichtlich hier im Rheinland der Fall sein, also erstmal in der näheren Umgebung. Perspektive stellen wir uns vor, dass es Less Wastebox in weiteren deutschen Großstädten gibt. Gerne würden wir auch im Laufe der nächsten Jahre eine eigene Produktlinie launchen. Wir haben viel Unterstützung bekommen. Zum Beispiel haben wir angefangen mit dem Gründerstipendium NRW, was uns super geholfen hat, uns einfach finanziell auf ein gewisses Level zu bringen. Da hat uns auch die Sparkasse Köln-Bonn geholfen mit einem Gründerkredit, wovon wir immer noch zehren, was sehr gut ist, um einfach das richtig ans Laufen bringen zu können. Und ja, dann diverse Startup-Veranstaltungen, wo wir hingehen, andere Gründer, mit denen wir uns austauschen, was immer super hilfreich ist. Seit Dezember letzten Jahres sind wir im Accelerator-Programm vom Digital Hub in Bonn. Und dadurch kriegen wir Unterstützung auf verschiedene Art und Weisen, zum Beispiel durch Workshops, die jeden Donnerstagnachmittag stattfinden. Da werden diverse Themen angesprochen wie IT-Sicherheit, Marketing, PR. Ende 2022 soll dann unsere erste Finanzierungsrunde stehen. Wir sind jetzt gerade dabei, den Bedarf abzustecken. Was genau brauchen wir? Was ist unsere Strategie? Dann legen wir einen Betrag fest und sprechen dann Business Angel und Investoren an. Für uns wäre ein idealer Investor, Investorin einfach Leute, die selbst in der Wirtschaft irgendwie gearbeitet haben oder das noch tun und auch Lust haben, mit uns zusammen so ein bisschen die Strategie von Less Wastebox zu gestalten. Also wir sind nicht auf der Suche nach einem reinen Geldgeber, sondern erhoffen uns auch noch ein bisschen Coaching, Mentoring. Der schönste Moment
ist schwierig zu sagen. Also mir macht das alles total Spaß und ich merke so jeden Tag, wie ich etwas Neues lerne. Aber wenn ich so eine Sache rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon der Moment, wo wir online gegangen sind. Ja, wo wir halt sehr lange darauf hingearbeitet haben und dann war der Tag da. Wir haben auf Online-Stellen geklickt und genau, dann konnten Leute bestellen. Dann kam die erste Bestellung rein. Das waren so ja, ganz große Momente einfach. Zu zweit zu gründen stelle ich mir auf jeden Fall einfacher vor, als alleine zu gründen. Zu zweit hat man einfach den Vorteil, man kann sich abstimmen, man kann die Aufgaben ein bisschen verteilen und ist einfach breiter aufgestellt. Wenn ich anderen Gründerinnen etwas mitgeben darf, dann ist es auf jeden Fall, macht eure Idee bekannt im Sinne von, macht es frühzeitig. Wir haben eben erstmal sehr weit vorgearbeitet, den ganzen Online-Shop gebaut, alle Produkte bestellt und sind dann erst richtig an die Kundinnen herangetreten. Und das hätten wir auch einfach eher machen können. Also viel mit anderen Leuten sprechen hilft immer.